Matze. Ach, ich muss dir jetzt was sagen. Ja. Gute. Gute. Ja, meine Freunde, heute sind wir auch wieder draußen, aber mal ganz woanders. Heute besuchen wir mal seit gefühlten anderthalb Jahren ein Live-Konzert von Nazca Space Fox. Und wie das wird, let's find out. Ich bin der Heiko und ich spiele Schlagzeug in derselben Band wie der Matze. Echt? Stefan und ich spiele Bass. Und ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. So, Nazca Space Fox, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Gute Frage. Wer erzählt die Geschichte? Wer erzählt die Geschichte? Ich würde sagen, einer von euch beiden. Ja, weil Matze. Ja, komm, ich erzähle sie nochmal. Ich habe es ja mal schon mal erzählt. Es ist immer so, wir haben eine neue Band gegründet, waren wir voll gut drauf, Feuer und Flamme, hatten einen Gig anstehen, keinen Bandnamen. Scheiße, wir haben früher beim Heiko im Keller geprobt und der hat viele Indianerbücher oben im Regal stehen. Und ich glaube, der Stefan Wass hat irgendein Buch rausgenommen, aufgeschlagen, hat gemeint, Nazca, das ist doch ein geiler Name. Warum man es jetzt so nennt, weil das klingt jetzt für mich nicht so wie eine Band irgendwie. Und dann hat er umgeblättert, an der nächsten Seite war ein Kapitel über den Nazca Fuchs. Das war irgendwie bei den Indianern ein Schädling, den sie mit Keulen immer totgeprügelt haben, weil er die Felder angeblich verwüstet. Passt immer jetzt so Nazca Fuchs oder Nazca Fuchs. Dann habe ich irgendwie dann nehmen wir das Wort Space dazu, weil die Nazca, weiß was ich da im Namen bin, waren die Indianer, die diese riesigen Scharbilder gemacht haben, die man nur von oben sehen kann. Und da haben wir manchmal gesagt, vielleicht hatten wir schon Flugtechnologien, Kontakt mit Außerirdischen. Und da war eh so ein bisschen Space Rock. Ja, das hatten die auf alle Fälle. Alle Fälle. Ja, ist so. Fakt. Und das hat der Bandname Nazca Space. Ich war dabei. Achso. Ich, ja. Ich war der, der den Ballon geflogen hat. Ich habe denen die Vorlagen gegeben für die Tierbilder. So war das. So, wie lange seid ihr jetzt schon eigentlich aktiv? Seit 2014, glaube ich. In der Besetzung seit 2014. Habt ihr bisher am Start und jetzt kommt ein drittes Album raus, ein Live-Album. War das jetzt so aus der Not herausgeboren oder ist die Kreativität ausgegangen? Wie war es? Wenn ich mal erzähle, wir können und eigentlich gar nichts dafür, dass es jetzt gibt. Das war, aber sind wir sehr dankbar für eine Idee von unserem Label-Boss, quasi den Dirk von Tonzone. Der hat uns irgendwann, das kann ich mir vor Jahren geschrieben, hätte gerne ein Live-Album, ob wir was haben. Wir hatten sogar noch eine Aufnahme vom Konzert, was sind jetzt wieder, vor ein paar Jahren in Königstein, Rock auf der Burg, was mitgeschnitten wurde und wo wir auch gar nicht so schlecht gespielt haben. Und tatsächlich sind die Versionen, die darauf sind, noch älter wie die Versionen, die jetzt auf dem ersten Album sind. Also quasi so, das neue Album ist eigentlich ein Schritt Vergangenheit zurück, um da mal hören zu können, wie die Songs waren, bevor wir sie irgendwie so strukturiert haben, dass wir sie studiotauglich aufgenommen haben. Wo kann man euer Album erwerben?
Nee, auf der Tonzone-Homepage, glaube ich, ist ausverkauft, dann bei uns noch über Bandcamp. Über Bandcamp. Das werde ich unten verlinken in den Videos wieder. Klasse. Da können die Jungs mal ein bisschen unterstützt werden. So, und jetzt heute erstes Konzert seit 1983. 84. 84.
endlich wieder ohne Maske. Ja. Was können wir erwarten? Was Nacktes? Bisschen nackte Haut oder? Ja, wenn ich sage, wir sind. Lasst euch überraschen. Ja, lasst euch überraschen. Ja. Wir versuchen zu alter Stärke zurückzufinden. Spielst du auf deiner dicken Bassseite dann? Ich habe 4 Eser. Mit Hose unten. Bum, bum, bum. Ja, wunderschön. Und ja, das ist hier in der Mappesmühle. Ihr habt hier schon öfter gespielt. Einmal? Einmal, letztes Jahr. Also du hast da noch diese hier, rostige Pferd. Genau so. Also ich bin noch in einer Ninjang Coverband, kann man sagen. Und die haben wir letztes Jahr auch schon gespielt. Abgefuckte Hippie-Scheiße. So richtig. Ja, dann. Das war es eigentlich schon. Meine entscheidende Frage nochmal zum Abschluss. Habt ihr schon mal einen Feuersalamander gesehen? Auf Bildern in einem zoologischen Buch? Im Zoo. Echt? Die werden im Zoo gehalten? Ja, ich denke, Lurchi ist ein, oder? Lurchi ist ein Feuersalamander. Lurchi ist ein Feuersalamander. Ich meine jetzt mal so einen echten, so freie Wildbahn. Ja? Ja. Nee, ja. Ich glaube, ich wusste, nein, aber ich habe Eidechsen dieses Jahr schon gesehen. Ja, der gut. War so lang. So ein mindestens. Der Schwanzlurch. Alles klar, dann sind wir auch schon durch und jetzt werden wir gleich mal ein bisschen Konzert gucken. Es geht, wann geht's los? Eine Stunde oder so? Acht? 8 Uhr? Nach 8? Ja. Alles klar. Also ich bin gespannt. Und die letzten Worte gehören euch. Ja, danke dir fürs Interview und alle, die zuschauen. Vielen Dank, Odin, ja. Danke, dass ihr es euch angeguckt habt. Und schön, dass du da bist. Und Leute, haltet die Augen auf nach Feuersalamander, falls ihr auch mal gefragt werdet. Und fangt die nicht, sondern meldet die bei der Feuersalamander-Fundstelle, weil die haben leider asiatische Pilze übertragen bekommen. Wieso? Die sterben gerade aus, die Feuersalamander. An kein Corona. An kein Corona, nein, aber auch sowas, so eine asiatische Geflügelpest, was von asiatischen Kröten und Lurchen eingeschleppt wurde. Feuersalamander-Corona ist das. Ja, und die muss man tatsächlich melden, dass sie... Justus Liebig Universität, die besser untersuchen kann, diese Pilze. So, das war's. Ja, danke und ciao. Tschö. Tschö. Alles, was hilft, Olli, alles, was hilft. Kann das hier aus? Kannst du hier aus? Nein.
Matze. Ach, ich muss jetzt was sagen. Ja. Gude. Gude. Ja, jetzt habt ihr gerade Pause. Wann bist du jetzt so zufrieden eigentlich so mit eurer ersten Hälfte? Ja, doch, eigentlich schon. Ich habe mich wie immer souverän wenig verspielt und bin ein bisschen aus der Form, die ist rumgezappelt und gespielt nach fast 8 Monaten Pause, ist jetzt anstrengend. Ja, euer lustiger Schlagzeuger, der hat immer die Sticks fallen lassen, habe ich gesehen. Das macht er immer, das ist normal, aber das gehört zur Show eigentlich. Aber so jetzt erstmal seid ihr zufrieden, ja? Ja, das wird schon. Das ist schön. Was macht ihr eigentlich für eine Art von Musik? Kannst du die nochmal beschreiben? Wir machen Feuersalamander Bressspanplatten Stoner Rock. Ach, den? Ja, ja. Mit leichten Space- und Indianer-Einflüssen. Ja, so ist das. Ja, Weltraummusik kann man genau, sagen. Genau, Weltraummusik, ja. Weltraummusik. Nee, weil ich mag dieses Schubladen-Denken nicht. Wir spielen einfach das, was dabei rauskommt, wenn wir im Proberaum zu dritt zusammen sind. Und ja, das klingt dann jetzt so ähnlich wie gerade auf der Bühne. Ja, Hauptsache es macht Bock, oder? Richtig. Schön, schön. Freut mich. So. Also, dann bin ich mal gespannt auf die, auf die zweite Hälfte vom Gig. Danke, ich wünsche noch viel Spaß an alle Zuschauer und ich muss mich jetzt mal wieder vorbereiten. Kauft die Platten und supportet die Bands. Habt ihr eigentlich T-Shirts? Wir haben T-Shirts, ja. Habt ihr die auch in Zirkuszeltgröße? Ich wollte gerade sagen, es könnte in deiner Größe eng werden. Wir müssen mal gucken, wir hatten mal ein sehr, sehr, sehr großes. Ist das so eine gebartigte Hippie-Scheiße oder was? Nee, das war, glaube ich, ein weißes, das große. Das war eine Sauerarbeit, die habe ich gebartet. Ich habe das Badezimmer einen Sommer lang eingesaut. Da hängt jetzt eine blaue Farbe in den Fugen. Ganz alleine. War Mordsleistung. Du musst gerade das Maul aufreißen. Der Odin gebadet, macht dir keinen Kopf. Gebadet oder gebadet? Der Odin hat Bartik-T-Shirts. Viele. Wenn das Jahr wieder rum ist, ne? Ja, ich habe auch gebadete T-Shirts. Ja. Ich mag das auch sehr gerne. Okay. Ja, du magst, schau mal nachher gerne mal, was noch da ist an Größe. Wir sind wegen Ausfallen der Festivals, haben wir da lange nicht mehr reingeguckt, was eigentlich da ist. Was ist dein Getränk des Abends? Ja, ich muss gestehen, ich trinke größtenteils Wasser und ein bisschen Äppler sauer gespritzt. Äpple. Ja. Das wird hier auch gern mal supported auf dem Kanal. Das ist klasse. Ja. Der Äppler Support Channel. Ja. Heavy Metal Entschleunigungskanal. Alles klar, dann noch viel Spaß. Danke. Viel Erfolg. Tschüssi. Habe ich wieder rein ernstes Bier weggeschüttet. Naja, ich konnte noch einen Tropfen retten. Wow. Guckt euch mal den Weg hier runter an zum Klo. Alter, was ein geiler Laden, hier war ich echt noch nie drin. Alter, geh jetzt mal hin. Also Konzert ist richtig geil. Die Platten von der Band habe ich schon bekommen. Und ja, jetzt mache ich mal Pipi-Pause. Aber sowas kennt ihr ja eigentlich, ne? Also, Schwachsinn sind wir ja schon gewohnt. Oh. So, jetzt geht das gleich weiter mit dem Konzert.
Bitte? Warte, ist das Konzert fertig? War gut? Ist fertig. Ich war zufrieden. Ich hoffe, das Publikum auch. Oh ja, cheers. Das Publikum war sehr zufrieden. Es freut mich. Deshalb machen wir das unter Umständen auch Odin manchmal. Ist auch ganz schön voll gerade. Ja, ja. Stefan, ist das Konzert fertig? Ja, geil. Warst du zufrieden? Ja, geiles Konzert, absolut geil. Coole Leute hier gewesen. Hat echt Spaß gemacht, muss ich richtig sagen. Richtig gute Stimmung. Sound war gut. Ich war sehr begeistert. Ja, danke. Oh, was haben wir denn hier? Hallo, lol. Eine Marille. Entschuldigung, jetzt hast du natürlich keine, aber du musst ja bestimmt noch fahren. Wie fandest du das Konzert? Das Konzert? Wir waren auf dem Konzert. Hab ich gar nicht mitbekommen. Oh ja. Ich war so verliebt in die Bratkartoffeln. Wir waren auf einer Live-Session. Nee, war geil. War wirklich geil. Das hat viel zu machen. So, meine Freunde, und jetzt chillen wir noch ab ein bisschen zum Braveheart-Soundtrack. Alex, nochmal dein Fazit zum NASCAR-Space-Fox-Konzert. Mein Fazit zum NASCAR-Space-Fox-Konzert? Ja. War ganz lustig, so in der Allgemeinheit. Haben die schon ganz gut gemacht. Also, das kann man so sagen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Odin.